Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Overlord-Lore-Video. Ich bin Shergog, ihr Nichte, und heute werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie Albedos Plan, ein Zul'Gon für sich allein zu haben, dank eines bestimmten Weltklasse-Items und dem Sohn von ein Zul'Gon selbst, Pandors Actor, scheitern könnte. Aber bevor wir uns das alles genauer ansehen, möchte ich schnell noch meinen Kanalmitgliedern für ihre tolle Unterstützung danken und außerdem sage ich Danke an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit zum eigentlichen Thema. Und wir beginnen damit, was Albedos wahrscheinlicher Plan überhaupt ist. Albedo ist ja wahnsinnig und ich betone das erneut, wahnsinnig in Momonga verliebt. Albedo baut auch eine Art geheime Verschwörung auf. Tatsächlich ist ihr Such- und Rettungsteam für die höchsten Wesen, also die Guildmitglieder von 1, wahrscheinlich eher ein Vernichtungsteam, das darauf abzielt, andere Guildmitglieder zu eliminieren, bevor sie Kontakt mit 1 Ul'Gon aufnehmen können. Aber Albedo hat auch gezeigt, wie sehr sie den Namen 1 Ul'Gon und die Gilde selbst verabscheut. Für sie ist die Gilde etwas, das Momonga mit anderen Dingen beschäftigte und ihn davon abhielt, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und wie gesagt, sie ist halt in Momonga und nicht in 1 verliebt. Während Albedo also Loyalität gegenüber der großen Gruft von Azrik vorgibt, möchte sie sie wahrscheinlich in Wahrheit loswerden, damit sie 1 bzw. Momonga ganz für sich haben kann. Albedo hat außerdem die Kontrolle über das World-Item Ginnungagap, den leeren Stab, der sich auch in eine Berdisch oder andere Waffen verwandeln kann. Aber seine wahre Kraft liegt, wie gesagt, in der Zerstörung großer Strukturen, was ihn wiederum zu einem idealen Werkzeug macht, um die Gildenbasis der großen Gruft von Nazarick zu zerstören oder sie anderweitig zu beschädigen. Wir wissen auch, dass wenn der Stab von ein Zul'Gon zerstört würde, die Gilde ebenfalls aufhören würde zu existieren, da halt das Gilden-Item weg ist, obwohl der Stab derzeit von der siebten Battlemaid und damit der einzigen menschlichen Präsenz in der gesamten großen Gruft, nämlich der Level 100 Aureol Omega, bewacht wird, hätte sie alleine kaum eine Chance gegen Albedo und ihre Truppe. Denn sie enthält auch Rubedo, die stärkste Entität in der gesamten großen Gruft. Albedo hat also ein Motiv, die nötigen Waffen und die benötigten Truppen, die große Gruft von Nazarick zumindest theoretisch zum richtigen Zeitpunkt zu zerstören. Aber die große Gruft von Nazarick ist nicht nur mit 10 weiteren Weltklasse-Gegenständen gesegnet, sondern zumindest das innerste Heiligtum der Gilde, der Thronsaal, wird vom Thron der Könige geschützt, der ja selbst ein Weltklasse-Item ist. Daher könnte sein Schutz sich auf die gesamte Gilde oder zumindest auf den Stab von 1 Ul'Gon als Symbol der Gilde erstrecken und den Stab unverwundbar gegenüber den Auswirkungen anderer Weltklasse-Items machen. Also quasi genauso wie die rote Kugel von 1 Ul'Gon ihn gegenüber Downfall of Castland Country, dem Weltitem der Theokratie, das Gedankenkontrolle verbreitet, immun machen würde. Könnte der Thron der Könige Ginnungagaps zerstörerische Kraft vollständig wirkungslos machen. Außerdem ist es relativ vernünftig anzunehmen, dass Pandors Actor, der von 1 Ul'Gon geschaffen worden ist, um nicht nur ein Experte im Umgang mit Gegenständen zu sein, auch wissen könnte, wie der Thron der Könige den Stab von 1 Ul'Gon und die gesamte Gilde schützen kann. Und Pandors Actor hat nicht nur 1 Ul'Gons Leidenschaft für seltene Gegenstände geerbt, sondern auch den vermeintlichen scharfen Verstand seines Vaters. Daher könnte Pandors Actor, der sich ja ebenfalls in Albedos Team befindet und sich selbst in 1 Ul'Gon verwandeln kann, möglicherweise herausfinden, was Albedo plant, wenn auch nur kurz vor knapp, und sich dann selbst in 1 verwandeln, um so die Kontrolle über Albedos Team vollständig zu übernehmen. Denn hier ist das Problem. Albedo musste jedes Mitglied ihres Teams sorgfältig auswählen, damit sie unabhängig davon, welchem höchsten Wesen sie gegenüberstehen würden, loyal zu ihren Befehlen bleibt und keinen Befehl ablehnen oder gar die höchsten Wesen schützen würden, die sie halt töten sollen. Wenn also zum Beispiel Aura und Mare Teil des Teams gewesen wären und Buku Buku Shagama, ihre Schöpferin, einfach aus dem Nichts auftauchen würde, dann würden sie einfach die Seite wechseln, anstelle Buku Buku Shagama anzugreifen. Aber das bedeutet auch, dass alle Mitglieder des Tötungsteams zuallererst und vor allem 1 Ul'Gon selbst loyal gegenüber sind.
Und wenn sie andere höchste Wesen zerstören würden, hätten sie auch kein Problem damit, sich gegen Albedo zu wenden, wenn eins es befehlen würde. Und es kommt noch besser. Pandora's Actor könnte sich einfach in jedes andere höchste Wesen außer halt eins und Tabula Smaragdina verwandeln, um die anderen Mitglieder von Albedos Killerkommando davon zu überzeugen, einen entscheidenden Fehler zu machen und ihn zu töten, nur um dann zu berichten, dass oh, dieses andere höchste Wesen, das hat versucht, die Macht zu übernehmen und wir hatten leider keine andere Wahl, als ihn zu töten. Und dann fällt halt Einzogun auf, dass sein eigener Sohn tot ist. Und das würde dann dazu führen, dass Albedo, also die geheime Verschwörung von ihr, komplett entlarvt werden würde. Alles in allem könnte Albedos Anti-Gilden-Mitgliedereinheit also daran scheitern, dass sie nicht präzise zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Also sie werden wahrscheinlich, keine Ahnung, Old Battalion Odell zerstören und dann war es in Wirklichkeit Pandora's Actor. Und man muss auch bedenken, dass Ein Sulgon als Schöpfer von Pandora's Actor jederzeit wissen kann, wer er gerade ist. Das heißt, auch wenn Albedo sich gerade in einem Kampf mit Ulbert befinden würde, wüsste Eins immer, dass Ulbert in Wirklichkeit gerade Pandora's Actor ist und könnte Albedo damit quasi auf frischer Tat ertappen. Und auch wenn Eins manchmal sehr naiv ist, wird er verstehen, was hier vor sich geht. Okay, soweit also meine Theorie, warum Albedos geheimer Plan scheitern wird und wie sie letzten Endes entdeckt werden könnte. Und ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen und schreibt ganz gerne eure Meinung ab in die Kommentare. Und außerdem sage ich wie immer an dieser Stelle besonderen Dank an animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Neymasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Tobi CTZ und Cruel Teppes. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.